Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Ich bin heute voll im Rausch, Alter. Es ist schon die 13. Folge, die ich heute aufnehme. Jetzt am Stück. Holy shit. Ah ja. Heute ist halt mein Tag mit schönem Wetter. Wo man Power hat und nicht die ganze Zeit nur schläft. Direkt mal nutzen. Lass uns los. Wow. Na ja, gut. Wir haben bei der vorigen Folge doch wesentlich mehr geschafft als ich dachte. Wir haben nur noch 1300 Kilometer vor uns. Lol. Brauchen wir bloß noch jetzt, ja gut. Zwei Folgen wird wahrscheinlich ein bisschen knapp. Aber auf jeden Fall weniger als drei Folgen. Müssen wir uns denn für die letzte Folge nochmal einen extra Auftrag suchen? Ha! Können wir mal gucken, wie dieser Schwerlasttransporter. Bisschen mal wieder was Besonderes. Mal gucken. Also mal gucken, wie gut wir durchkommen. Nicht, dass es gleich wieder anfängt zu regnen und in den nächsten drei Folgen nur noch Regen ist. Kein Verkehr hier, aber was ist los? Links ist gerade Bus aufgeblitzt, aber sonst ist hier echt nichts los. Ah doch, da vorne. Wie war das mit nicht wie ein Audi fahren?
Na? 13 Uhr müssen wir wieder ins Bett. Noch, ja, doch. Ja. Ab 13 Uhr. Sagen wir mal. Spätestens 14. Thank you.
Lol. Ja, hast du schon einen Unfall gebaut? Ja, nice. Oh, das ist ein süßer Wagen. Oh, okay. Das LOD-Modell von dem sah aus wie so ein Trabi. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall wie halt so ein älteres Modell. Ohne. Ich bin ja für ein Geschlängel. Nicht mal 13 Uhr, der Kind hier schon rum.
Außerdem war es gerade ein schlechtes Omen. Weil sobald er einmal anfängt zu gehen, finden wir keine Raststation mehr. Sondern wir werden extra wieder zurückfahren, um in die Parkstation zu kommen. Oh. Bin ich erstmal mit Parkbremse angefahren. Ja, moin. Das ist das Problem, wenn du zu viel Leistung hast. So, mal gucken hier. Wir brauchen nicht mal mehr 10 Stunden. Wow, und wir haben 40 Stunden. Weil wir werden ein paar Mal schlafen müssen, weil es gerade mal 12 Uhr. Wir werden also mindestens 2 Mal schlafen müssen. Außerdem bringt es gerade wieder. Habe ich eh keinen Bock drauf. Aber es regnet immer noch. Bitte, lass es nicht mehr regnen. Ah, schön. Oh, hat der Bremse gleich angezogen. Achso, siehst du? Oh, das war weg mit den Krediten. So, getankt, ausgeschlafen. Sollten wir den Rest der Strecke eigentlich problemlos schaffen. Warum schaltet der LKW so häufig? Normalerweise schaltet der doch erst, wenn er im grauen Bereich ist wieder. Also zwischen 15 und 20.000. 1.500 und 2.000, so. Ist ja mal 100, nicht mal 1.000. Naja. Also kommt er gerade in den niedrigen Gang, kommt es zum Pushen. Weil er nur am Schalten ist. Bei 5 Tonnen reicht seine Leistung locker aus, um in den hohen Drehzahlbereich zu prügeln. Also der bräuchte eigentlich erst schalten, wenn er bei 2000 ist. Immer schon ruhig bleiben hier. Immer schon ruhig bleiben hier. Immer dieser Bordstein. Voll aggressiv. Na gut. Fracht hat keinen Schaden bekommen, also alles easy. Aber schon wieder rot, ne? Verdammt.
Egal, solange wie unter 1% Frachtschaden ist, kriegen wir dafür keine Abzüge und damit ist alles im grünen Bereich. Außerdem muss Impfstoff ja auch ab und zu mal ein bisschen geschüttelt werden, damit sich da keine Corona-Bakterien absetzen oder I don't know, wie das funktioniert. Ey, warum bremst du? Bremst doch nicht. Ja, Mautstelle. Und der vor mir hier, Break checkt mich hier echt zu Tode. Was ist los mit dem? Er hat so Lack gesoffen. Hier vor mir werden sich schon wieder nicht einig, wer der Babbo ist. Ach, sieht aber schon wieder aus, als wenn es gleich anfängt zu regnen. Oder es ist noch von dem Regen gerade eben, weiß ich gar nicht. Zieht sich das gerade zu oder lockert es sich auf? Bitte kein Regen, ey. Hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ah, die lockert sich auf. Der Himmel wird bläulich. Er wird weißbläulich. Sehr schön. Wieder Maus, aber wo sind wir denn hier? Oh, warum habe ich die Strecke genommen, weil wir unten lang fahren? Habe ich doch nicht letztens erst gesagt, dass das hier überall Mautstellen sind? Wie dumm bin ich eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, da haben wir wahrscheinlich nicht. Nee. 6 Mautstellen müssen wir passieren. Bäh. Was ein Drecksarschkack-Kock. So, wir sind immer, wir kommen gut durch. Ich schalte gleich in manuelle Schaltung. Das ist ja schlimm hier.
So, das soll es für die Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, denn dann wieder. Bis dann.